Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X Teil 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben Soma gefangen und den wollen wir jetzt in Bikanel abgeben. Naja, abgeben hört sich ein bisschen blöd an. Zurückbringen, ich glaube, das trifft's doch eher. Außerdem wollte ich jetzt mal schauen, haben wir hier... Ist hier nirgends ein Dings eigentlich aufgebaut worden von... Aber theoretisch müsste hier... Eigentlich müsste hier ein Sphärophon aufgebaut worden sein. Aber ich sehe es nicht. Ja, und im Kaktorengebiet, aber es müsste eigentlich der automatisch passiert sein. Ich werde dolmetschen. Normalerweise schlafen die Kaktusmami alle. Die Kaktusmamis, die wach sind, strahlen Wellen aus. Ja, das ist mal normale Machmela gewesen. Hier müssen wir hin. Ich werde dolmetschen. Mein lieber Thoma, erzähl mir von den Inseln im Süden. That's the gist of it. Damit haben wir das auch fertig. Auch hier sehe ich kein Sphärophon. Aber es müsste eigentlich automatisch aufgebaut worden sein. Ich werde dolmetschen. Seine Mutter meint, dass Lobaria enge Räume mag. Lobaria ist fort, um einen Ort zum Schlafen zu finden. Er sagte, dass er im Haus eines Sphärohunters eine perfekte Schatztruhe gefunden hat. Oh, es ist schon etwas lange her, dass er mir das mitteilte. Tollpatschiger Galeiner Lobaria. Dabei habe ich ihn schon immer vor Kisten mit Schlössern gewarnt. Den können wir auf jeden Fall auch noch holen. Nee, ich sehe jetzt kein Sphärophon, aber eigentlich müsste es auf jeden Fall da sein. So, dann gehen wir zurück. Und dann reisen wir nach Guadalsalam. Dann... Also im Moment ist auch die Kaktoren-Quest. Guadalsalam. Im Moment ist auch die Kaktoren-Quest das Einzige, was wir noch machen könnten, bevor wir uns mit dieser Hauptquest weiter nähern. Weitermachen. Keine Ahnung, was ich da wieder erzähle. So, hier müssen wir wieder in den Geheimraum rein. Sphärohunter ist eigentlich auch relativ klar, dass das ja in LeBlancs Ding sein muss. Entweder bei uns oder bei denen. Andere Sphärohunter gibt es zwar auch im Spiel, aber nirgendwo noch was machen könnten. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo das gewesen ist. Wir haben drei Räume zur Verfügung, wo es sein könnte. Hier oben. Nee. Die Kisten sind alle schon offen. Und eine andere habe ich hier leider nicht gesehen. Okay, dann war es nicht dieser Raum. Dann haben wir aber noch zwei andere Räume. Pfui. Ich mag diese Viecher nicht. My suffering mirrors yours. Okay, aber wir haben ihn doch relativ gut erwischt. Sehr, sehr schön. Dann natürlich diesen Raum haben wir noch. Ah, guck mal, da ist er auch. Die Kiste sieht auch ein bisschen anders aus und sie bewegt sich. Und wir finden einen Kaktor. Haha, sehr schön. Hat endlich die gemütlichste Schatztruhe gefunden, zeigt jeden seine stolze Sammlung. Der ist sehr aggressiv mit einem Angriff von 7, dafür ist er langsam.
aber mir ist es eh relativ egal eigentlich, die zu sammeln, hinzukriegen. Der soll langsam sein, das Ding geht relativ flott. Wir kriegen eine Mega-Potion, auch nicht schlecht. Und eine Potion. Das war daneben. Wie gesagt, dieses Minispiel mag ich eigentlich nicht sonderlich. Jetzt können wir es schon gar nicht mehr schaffen eigentlich. Könnte man eigentlich schon nicht mehr schaffen. Aber ist auch egal. Eigentlich haben wir verloren, was eigentlich für den Kaktor sprechen würde. Weil der Kaktor ja dann mit gewonnen hätte. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zurück nach Bekanel und bringen den Kaktor auch wieder zurück zu seiner Mami. Das müsste dann der... Warte mal. Der dritte, glaube ich, gewesen sein. Ja, den ersten hat man in der Oase, genau. Dann in Beside und jetzt hier. Ja, das müsste der dritte gewesen sein. Der dritte von 10. Ich werde dolmetschen. Schön, dich unversehrt wiederzusehen, Lobeia. Hast du eine perfekte Kiste zum Schlafen gefunden? So, dann hierher. Das ist die Mutter von den Gebrüdern Alec und Aloya. Alec und Aloya sind wie Pech und Schwefel. Auf einer großen Wiese trafen sie auf riesige gelbe Vögel. Große Wiese, Vögel, Chocobos natürlich. Große Wiese, stille Ebene, auch relativ klar. Aloya scheint ganz hingerissen von ihnen zu sein. Es wird eine Weile dauern, bis sie den Schnee sehen. That's the gist of it. Sie sind also auf dieser Ebene und in Richtung Berg Gagaset unterwegs. Und da es zwei sind, ist es dann Nummer 4 und 5. Das heißt, wenn wir die kriegen, haben wir auf jeden Fall die Hälfte von der Dings hier schon fertig. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wo wollten wir hin? Stille Ebene wollten wir. Ich glaube, da könnten wir vielleicht direkt hier nach hinten gehen. Ach, halt mal. Ja, doch. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, das wäre woanders gewesen. Macht aber nichts. Das ist trotzdem näher von an da dran, wo ich hin will. Von hier Richtung Berg Gagaset. Das ist ja da hinten, wo dann dieses der Tempel auch zu finden gewesen ist. Und da, seht ihr so, da reiten sie schon. Sehr schön. Alec, Aloya und die Chocobo-Truppe. Die Brüder, die sich gut verstehen, doch schuften muss immer der Große. Entschuldigung. Wir treffen noch nicht mal hier richtig. Ja, da kann man leider aber auch gar nichts groß machen. Ach, was soll's. Mir ist das jetzt etwas zu blöd gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, verloren. Aber das heißt, die anderen haben gewonnen und wir haben sie jetzt auch dabei. Das heißt, es geht zurück nach Bekanel. Und ich glaube, der schnellste Wegpunkt müsste sein, wenn wir hier runtergehen. Richtung zu diesem Tempel von Jojimbo. Und dann geht's zurück ins Kaktorengebiet. Und da werden wir dann einfach mal die anderen zwei jetzt halt hier auch wieder da zurückbringen und erfahren, wo die nächsten zwei Kaktoren sind. Manchmal ist es nur einer, manchmal sind es halt auch zwei, wie man jetzt eben gesehen hat. Und ich habe keine Ahnung mehr, ob das nochmal so gewesen ist, dass nochmal zwei zusammen aufgetaucht sind oder nicht. So. Schön, euch wiederzusehen, Alec und Aloya. Ich hoffe, ihr findet in der Wüste auch ein Chocobo. That's the gist of it. Alles klar. Da drüben ist der nächste. Ich werde dolmetschen. Ich bin die Mutter des Weisen Islaya. Bitte nennt mich die Mutter des Weisen Islaya. Islaya folgte die Fußstapfen jener, die einst die Wüste verließen. Oh, mein weiser Islaya, hast du die ihre Steintafeln gefunden? Hoffentlich verbrennt er natürlich nicht die Stacheln. Ja, das ist auch eine Anspielung. Steintafel mit Chocobos, Kaktoren drauf. Das haben wir in der Donnersteppe gefunden. Das heißt, jetzt müssten wir zurück in die Donnersteppe gehen. Ja, das weiß man eigentlich auch fast nur, wenn man den ersten Teil auch gespielt hat, dass es da solche Kaktoren-Steintafeln gegeben hat. Ich weiß aber jetzt nicht, wo wir genau hin müssen. Also, Donnersteppe ist auf jeden Fall ziemlich sicher. Die Frage ist nur... Nein, wollen wir nicht. Ja, hat er schön gemacht. Ich finde es immer noch faszinierend, dass er es nicht in der Wüste gemacht hat. Da müsste er es eigentlich auch gemacht haben, aber ja gut. So, schauen wir mal, ob wir sie finden. Ich habe im Moment keine Ahnung mehr, wo die sein sollen. Das ist auf jeden Fall Zed. Mit denen haben wir schon geredet. Und da ist noch eine Truhe, die habe ich noch nicht gesehen gehabt. Zwei High Potions, naja gut. Kann man immer mal wieder brauchen. Haben wir zwar auch noch eine ganze Menge von, aber ja, wie gesagt, kann man immer mal wieder brauchen. Da ist auch nochmal eine Truhe. Kommt auch mit. Eine Sicherung. Was macht eine Sicherung? Verhindert Stein und Tod. Eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach. So, zum Reisebedarf gehen wir jetzt gar nicht. Ich glaube, die sind auch nicht bei Reisebedarfen, sondern einfach... Das ist so eine Steintafel. Ist er da nicht? Nee, oder? Das sind auf jeden Fall die Steintafeln, ihr erinnert euch. Aber nee, da war er nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der hinten im Unterschlupf gewesen ist. Wo wir auch die zwei Ronzo-Jungen gefunden haben. Aber ich weiß es nicht mehr, ob er da auch wirklich ist oder ob er bei so einer Steintafel ist oder so. Aber ist da hinten nicht irgendwas? Nee, da hinten ist er. Ich sehe ihn. Nachdem muss ich auch mal schauen, was da noch gewesen ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Oder ob ich das einfach nur übersehen habe. So. Der Weiser ist Leier und die Geister der Ahnen. Unter den Geistern der Ahnen weilt er. Dem, der die Steintafeln angreift, gebührt der Zorn des Himmels. Hört sich toll an. Boah, ist das schnell.
So. Ich schieße jetzt einfach nur in die Luft. Ich will diese Quest auf jeden Fall machen, aber... Naja, ihr wisst ja. So, ist Laia eingefangen. Sehr schön. Dann schauen wir schnell mal bei den Unterschlupf hin, ob da noch irgendwie was gewesen ist. Habe ich das richtig gesehen oder habe ich das nicht richtig gesehen? Ach, das war nur eine offene Truhe. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann gehen wir zum Reisebedarf. Und da gibt es nämlich einen Spheroiden, Speichersphäroiden. Da können wir zurückgehen und dann ins Kaktorengebiet gehen. Das müsste jetzt Nummer 6 gewesen sein. Ja, dann fehlen noch 4 Stück eigentlich. Mal sehen, wo wir die finden werden. Moment, hier ist er. Dann zurück. Und Kaktorengebiet. Bekanell. Es ist halt immer ein Hin und Her im Moment mit dieser Kaktorenjagd. So, mein Leber ist Laia. Ruhe dich erst einmal aus. Und das war ein schnelles Gespräch. Da manche haben da schon mehr gesagt gehabt, aber gut. So, das ist die Mutter von Chapa. Mein Chapa scheint Fortschritte zu machen. Lassen wir ihm noch Zeit. Bitte lasst Chapa noch ein wenig Zeit. Könnte bedeuten, dass das heißt, dass wir noch nicht den fangen können eigentlich. Und ganz ehrlich, können wir auch noch nicht. Der ist nämlich in Insel Kilika. Und ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Da müssen wir jetzt hinkommen. Für die Hauptquest. Und da bin ich gar nicht sicher, ob wir nach der Hauptquest da nochmal hingehen können oder wie auch immer. Also ob wir den in diesem Kapitel schon fangen können. Soweit ich weiß... Kann man nämlich dieses Kapitel, kann man diese Quest nur in Kapitel 5 fertig machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt auch nach Insel Kilika. Dann geht's jetzt weiter mit der Hauptstory. Im Tempel von Kilika sind Monster erschienen, doch die Liga versperrt den Zugang, überwindet die Wachposten. Wenn Nujevin angreift, dann werden wir sie hier stoppen. Der bellt aber ganz ordentlich. Monster aus dem Tempel, das kann nicht sein. Das sind Lügen, die Nujevin verbreitet. Nujevin verbreitet Gerüchte über Monster, um Chaos zu stiften und uns währenddessen angreifen. Das Tor ist verriegelt. Ihr kommt nicht in den Wald, geschweige denn in den Tempel. Jemanden in Schwierigkeiten sollte geholfen werden, egal ob es nur Yevon oder sonst wer ist. Wie war denn das? Wir mussten, glaube ich, nicht hier hochgehen. Wo waren die? Ja, erinnert euch noch, dass wir hier noch eine Nebenquest abgeschlossen haben. Und zwar schon in Kapitel 1 war das, glaube ich. Und zwar mit den Nestaffen. Und da können wir jetzt was machen. Ich weiß bloß nicht mehr, ob es jetzt in diesem Bildschirm war. Ich weiß noch ungefähr, wo es steht, aber ich weiß nicht, ob es auf diesem Bild war oder im nächsten Bild schon gewesen ist. Waren das hier? Die hier? Ja, doch, das war sie hier. Falls du im Wald ein... Genau. Du hast bisher 13 Nestaffen gefunden. Vielen Dank, dass du mir so viele mitgebracht hast. Hier, als kleines Dankeschön. Und wir bekommen die Kostümpalette Chaosströmung. Sehr schön. Das mit den Monstern macht mir zwar Sorgen, aber denen vom Tempel kann man nicht trauen. Ich habe von meinem Freund gehört, dass die Sache mit den Monstern keine Lüge ist.
warum niemand denen im Tempel helfen geht? Die haben alles, haben bloß Angst vor den Monstern. Ich glaube, die lassen einfach keinen rein. Wo ist es denn? Chaosströmung. Angelegt erlernte Hexereitechs. Und das ist sowas, was relativ cool ist, finde ich. So, es gibt so Kostümpaletten wie die hier. Wenn wir die anlegen, können wir auf allerlei Hexereitechs zugreifen. Das heißt, die Techs, die wir jetzt mit dem dunklen Ritter, das sind ja diese Dings. Und damit können wir dann auf die zugreifen. Es gibt aber auch zum Beispiel noch so eine Kostümpalette für Weißmagie zum Beispiel. Dann können wir, wenn wir Berserker sind, auch Weißmagie einwenden. Zum Beispiel. Also äußerst coole Sachen eigentlich. So, hier müssten wir eigentlich auch noch mal was machen. Ich glaube, ich gehe oben rum. Hoppla. Vorbeigerannt. Wir müssen nämlich auch noch mal mit dem Kameramann reden. Ich mache mir Sorgen um den Tempel. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht so sehr Olahed gebetet. Da drüben wird der Stützpunkt der jungen Lega gebaut. Ja, schaut es euch mal an. So, und ich glaube, das müssen wir auch nochmal machen. Die Fertigstellung rückt Tag für Tag näher. Das war auch noch eine wichtige Sache, dass wir das nochmal gemacht haben. Haben wir ja auch schon in Kapitel 1 gemacht, aber jetzt muss man es halt auch nochmal machen. Ich glaube, das langt nämlich nicht, wenn man das nur im Kapitel 1 macht. So. Dann schauen wir nochmal. Da hinten habe ich noch eine Truhe gesehen. Dann schauen wir nochmal bei Donner vorbei, hätte ich gesagt. Die war ja hier oben. My, 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 my. What brings you here? We heard fiends were coming from the temple. And you just had to come running. Well, I wouldn't say that. I'm not even so sure there are any fiends. You haven't checked? I'm in the Youth League. Do you think they'd let me in the temple? So now what? We giving up? Let's take a look first. You'll never get near the temple. The Youth League's blockaded the forest entrance. As they should. We can't have those temple vermin crawling into town now, can we? Na, 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 na. Besides, it spares me from having to see that sulky face. Sulky face? Bartello? Of course, he's with New Yevon, so naturally he's in the temple. But then it's really none of my business. Then we'll make it ours. Besides, I'm worried about the fiends. If you want to go that badly, I won't stop you. But they're turning people away at the gate. I've got it. I'll distract one of the guards. That's your chance to run through. Alles klar. I knew she was worried about him. Auch so ein kleines bisschen. So. Aber konnte man hier oben noch was machen? Ja, da konnte man noch was machen. 2000 Schill. Nicht zu verachten. Dann würde ich aber jetzt sagen, machen wir hier Schluss und versuchen mal beim nächsten Mal hier durchzuschlüpfen. I think it's working. That leaves one. Let's wait for our chance and take it. So, versuchen durchzuschleichen. Ja, klar. Probieren wir mal. Es gilt, um bemerkt durch das Tor zu kommen, während Donner eine der Wachen ablenkt. Sobald das Tor offen ist, kann es losgehen. Das haben wir Sichtwechsel, durchschleichen. Ja, genau. Wenn ein Angehöriger der jungen Liga vorbeikommt, wird das Tor geöffnet. Die Wache, die von Donner abgelenkt wird, schaut ab und zu in Richtung des Tores. Es ist also gefährlich, in der Zeit durch das Tor zu laufen. Sollen wir es nochmal üben? Ja, probieren es mal. Den richtigen Zeitpunkt sollte man nach mehrmaligen Ausprobieren rausfinden.
So. Das Ding ist zu. Ich finde es einfach schwierig, schwierig, schwierig. Du kannst euch. Mach das Tor auf. So, jetzt würde der Herr hier hingehen. Ich finde es ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig, hier durchzuschalten und, das richtige Ding zu kriegen. Wenn man es schafft, bekommt man noch eine richtige Belohnung. Wenn man es nicht schafft, dann halt nicht. So, du kannst durch. Mach das Tor auf. Ja, jetzt hätte es geklappt. Nee, jetzt versuchen wir es ernsthaft mal. Es gibt nur eine Chance. Hopp. You, what are you doing? Run! Hoppsala. There's a hidden path through the woods. Walk the treetops. Ich habe einfach auf B gedrückt, weil ich dachte, ich muss noch auf was bestätigen oder so. Ja. Das heißt, wir haben es sogar beim ersten Mal richtig geschafft. Auch wenn es eigentlich nur Zufall jetzt gewesen ist. Oder? Bekommen wir eigentlich jetzt nicht wirklich was dafür? Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich dachte, ich muss noch was bestätigen, habe einfach auf B gedrückt und dann sind sie schon durchgerannt. Anscheinend habe ich es richtig gedrückt gehabt. Aber ich hätte eigentlich gedacht, wenn man es richtig beim ersten Mal schafft, und das haben wir ja geschafft anscheinend, dass es noch eine Belohnung gibt. Ich glaube, ich habe es aber noch nie geschafft. Naja gut, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.